hebt und bei Blasmusik und Tanz hat er so viel erlebt. Na, 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 na. Herbert? Herbert? Herbert, sag mal, hilfst du mir mal, die Tische zu decken? Kerl, jo, das mag ich nicht. Kerle, was ist die Bude wär voll? Ja, das sag ich dir, du. Da die alle um unsere Kerme zu winnen, das grenzt schon an einen Wunger. Ja, hör mal, Herbert, das ist doch auch ein Jubiläum. 50 Jahre Gemeinde Wenden und 268 Jahre Kirmes. 268 Jahre? Ja, das hört sich aber nicht an wie ein Jubiläum. Ja, hör mal, das ist ja auch nicht das Jubiläum. 50 Jahre Gemeinde Wenden. Ein halbes Jahrhundert Gemeinde Wenden. Und guck mal, wen das alle interessiert. Jo, was haben wir die Bude voll, ey? Wir haben hier Engländer, Amerikaner, Leute von Thüringen und von Ungarn. Kerl, da verstehst du kein Wort. Ja, hör mal, Herbert, durch Europa werden wir mal noch international, ne? Es ist nun mal so, die Welt wächst zusammen im Menschen. Hör mal, da tragen wir doch mal zur Völkerverständigung bei. Ja, Völkerverständigung. Die schwätzen ja noch niemals Menschen platt. Da müssen sie noch was dran tun. Also ich wäre ja dafür, dass das Menschen platt in Brüssel Amtssprache würde. Oh, Herbert. Nee. Kannst du dir das vorstellen? Wenn sie mal wer so richtig hingernähen würden, dann stünd hey der, wie hit der noch? Hey, der Macron. Ach, der. Dann stünd der oben und sagte, Ruhe, Ursen, sonst hören eben im Kantholz. Ja, das tät er besser mal. Ja. Hör mal, aber ich glaube, Herbert, da kommen die Ersten zum Frühstück. Ich glaube, die wollen nicht frühstücken. Die sind auch vom Bremserball überrig. Meine Jutta, hör mal. Nüsse. Can you tell me what time is it? Was hat ihr gesagt? Du, ich glaube, er will wissen, wie viel Uhr es ist. Es ist 7 o'clock in the morning. Do you want any breakfast? Boris, do you want some breakfast? Oh, fucking hell, Jeremy. I'm so drunk. I want to go to bed. Mrs., where is the exit? Exit over there. There? Okay, thank you. Over there. Oh, 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 no, no, nix, 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 nix. Here, over there. See you very much. There. See you. Oh, meine Herren, du, also, Herbert. Kerl, was wohnt die Säbericke? Ja, hör mal. Herbert, sie wollten kein Breakfast. Die wollten nur ein Exit. Breakfast, Exit. Jetzt weiß ich auch, was ein Brexit ist. Ja, hör mal, ja, was ist das denn, Herbert? Ein Brexit ist, wenn der Dicke von der Kermitze kümmerst und nimm mehr weiß, wo du hinkriegst. Oh, Herbert, hör mal. Hör mal, Herbert, du schaffst es aber auch immer, die große Weltpolitik ganz einfach zu erklären.
Tja, das können wir hier im Menschen. Der liebe Gott schuf drei Arten von Menschen. Die Schwatten, die Witten und die... Oh. Oh, Herbert. Ich glaube mal, da kommen schon die Nächsten. Du, das sind die Amerikaner. Herbert, wir hatten ja schon viele Amerikaner hier, ne? Aber die beiden, die sind so ein bisschen speziell. Er will immer als Erster bedient werden. Und sie ist so ein Modeltyp. Sie sagt nicht viel, aber ich glaube, sie schämt sich ganz schrecklich für ihren Mann. Wie hitten die beiden dann? Ja, wie hitten die beiden dann? Warte mal, er heißt Donald und sie, warte mal, Melania, genau. Hör mal, Nachnamen habe ich glatt vergessen. Donald, Melania, das hört sich ja an wie ein Mickey-Maus-Bug. Ja, da passen die auch viel besser rein. Aber pst, ich glaube, sie kommen. Oh. Look, darling, a nice breakfast. Let us sit down. Stop, Melania. Me first. Waiter, we want to have a great American breakfast. Was hätte ihr gesagt? Er will ein amerikanisches Frühstück. Sehe, ich muss erst das Deutsche fertig machen. Nicht erst das Deutsche. America first. America first. Der schwätzt ja Deutsch. Ich habe deutsche Vorfahren. Ich spreche Deutsch very well. Das hört doch nicht. Ja, das hört doch nicht. Das hört es. Du musst noch ein Kippchen um ein Frühstück luren. Wir müssen erst das Deutsche fertig machen. Anna, herrschst du das Ernst in der Kürke und kümmerst du dich dort rum? Oh, das mach ich. Kann ich sonst noch was für dich tun? Oh, yes, ich habe gehört, ihr Deutschen könnt gut Mauern bauen. You must know, ich habe da ein paar Probleme mit meinen südlichen Nachbarn. Die brennen immer auf mein Country. Ich brauche eine Mauer da. Könnten Sie mir da helfen? Oh, ja, wir haben auch so die Malächte mit unserem südlichen Nachbarn. Die können zwar Bier machen, aber... Das war sie doch schon. Und was haben Sie gemacht? Ah, wir haben ein kölsches Heck gebaut. Ja, seitdem haben wir Ruhe mit den anderen Leuten. Und weißt du was? Das steht schon seit Hunderten von Jahren da. Und weißt du was? Das steht jetzt immer noch da. Get up, Melania. Ich habe ein fantastic idea. Donald, what happened? I want to eat my breakfast. What is so important? Is Bernd Clemens in the house? Immer hat sie noch einen Einwand. Ich weiß jetzt, was ich an der südlichen Grenze machen werde. Come on, Daisy. We built a culture hack in America. America. It's the greatest country in the whole wide world. Goodbye! Ja, sag mal, Herbert, wo wollen die beiden denn jetzt so schnell hin? Ich hab doch ihr Frühstück dabei. Das glaube ich schon nicht. Der Dicke mit dem orangen Gesicht,
Der will in Amerika ein kölsches Heck bauen. Also wenn ich so einen Norber hätte, ne? Oh Herr, dann würde ich mir auch ein kölsches Heck in den Bude serpen. Ja, und was mache ich jetzt mit dem Frühstück? Guck mal, ich habe extra Schokoladenkuchen gemacht und Würstchen und Peanut Butter und Cornflakes. Also wenn ich das ernten möchte, ne, dann würde ich auch hinter das kölsche Heck laufen. wer kümmert dann jetzt noch? Oh, warte mal. Morgen. Guten Morgen. Oh, das duftet aber lecker hier. Könnte ich bitte auch ein Frühstück bekommen? Ja, aber natürlich, Frau Major. Bitte setzen Sie sich doch. Danke sehr. Bitte. Ich hole Ihnen auch sofort einen Kaffee. Danke. Ja. Anna, wem ist es? Ja, hör mal, das ist doch der Celina Major. Sie gehört zu der Delegation aus Lepschini. Na, sei es. Ja, das ist doch unsere Partnergemeinde aus Ungarn. Die Menschen waren doch schon ein paar Mal da. Das weiß ich nicht. Ja, ich kenne sogar welche, die mit waren. Hör mal, und die haben nur Gutes davon berichtet. Oh. Die Ungarn, die waren wohl perfekte Gastgeber. Oh. Ja, da könntest du dir mal noch eine Scheibe von abschneiden, ne? Ich? Ja, du, genau du. Hör mal, es gibt auch noch Leute, das sind keine Ossen oder Säbericke. Oh. Madame beschwert sich. Ja. Ja, dann pass es up, wie ich nett sein kann. Bin ich immer mal gespannt. Meine Dame, darf ich Ihnen einen Kaffee und eine Zeitung kredenzen? Danke sehr. Und darf ich Ihnen sagen, dass Sie heute fantastisch aussehen? Oh, sehr freundlich von Ihnen. Möchten Sie etwas bestellen? Bringen Sie mir doch bitte ein Wensches Frühstück. Ein Wensches Frühstück? Ja, bitte. Okay, lehnen Sie sich zurück, ich bringe Ihnen was. Herr Schiort, der Mensch will eine Dicke trinken. Warte. Das gibt dir noch. Herr Rett. Die will doch zum Frühstück kein Bier trinken. Nicht? Och, mach ihr ein schönes, gemütliches Frühstück. Du musst dich immer von dir auf andere schließen. So, ab. Wenn du es sehrst. Ja, aber meine Herren. Guten Morgen. Morgen. Darf ich Ihnen vielleicht Gesellschaft leisten? Oh, aber sehr gerne. Bitte setzen Sie sich doch. Dankeschön. Mein Name ist Celina. Mein Name ist Sven. Ich komme aus Dingelstedt. Das ist eine kleine Gemeinde in Thüringen. Ah, dann sind Sie ja auch eine Partnergemeinde von Wenden. Ich komme aus Lepschen in Ungarn. Dann sind Sie sicherlich auch wegen der Kirmes und dem großen Jubiläum hier. Oh ja, hier ist ja richtig was los. In diesem Haus sind momentan Leute aus der ganzen Welt. Gestern zum Beispiel, da habe ich schon zwei Engländer getroffen. Und einen richtig dicken Amerikaner mit seiner Frau. Die kamen mir aber auch irgendwie total bekannt vor. Wir müssen ein kölsches Heck errichten. America first. America first. Dann dein Frühstück. Der war aus, ne? Komische Leute sind das. Kommen nach Wenden. Ja, und gehen dann noch nicht mal auf die Kirmes.
Ja, wollen Sie denn heute über die Kirmes gehen? Sehr gerne, aber Sie müssen wissen, ich bin allein. Nein. Meine Landsleute kommen erst heute Abend. Das kenne ich. Ich habe leider genau dasselbe Problem. Hätten Sie sonst was dagegen, wenn ich Sie begleiten würde? Oh, das ist eine gute Idee. Aber vielleicht finden wir ja noch jemanden, der uns begleitet, der sich hier auskennt und uns alles zeigen kann. Das stimmt. So, Madame, Ihr Frühstück. Danke sehr. Bitte sehr. Darf ich dem Herrn auch etwas bringen? Oh, sehr gerne. Ich glaube, ich nehme genau dasselbe wie die Dame hier. Gerne. Kaffee? Oh, gerne doch. Entschuldigung. Ja, bitte. Dürfte ich Sie etwas fragen? Ja, aber natürlich. Kennen Sie eventuell noch jemanden, der sich hier in Wetten auskennt und uns beide über die Kirmes begleiten könnte? Da müsste ich mal überlegen. Ja, wer könnte das machen? Gar nicht so einfach. So, so der Herr, Ihr Frühstück. Ach, vielen Dank. Bitte sehr. Ich habe da eine Idee. Einen Moment bitte. Ja. Herbert. Hör mal, du wolltest doch sowieso heute wie immer früher Feierabend machen, ne? Ja. Sag mal, wie wäre das denn, wenn du die beiden netten Leute mitnimmst und denen mal unser Wenden zeigst und sie längst die Karussells führst? Oh, das mag Nick. War es ernst? Ich will mir erben die Schürze abdrucken. Mach das. Oh, wenn das mal gut geht. Ich habe jemanden für Sie gefunden. Unser Herbert wird Ihnen gerne die Kirmes zeigen und auch die ganzen Karussells. Sie müssen wissen, er ist so ein Wensches Urgestein und er kennt sich hier allerbestens aus. Er müsste jeden Moment zurückkommen. Sehr freundlich. Sehr gerne. Ja, kommen Sie, meine Herrschaften, kommen Sie. Ich zeige Ihnen die Wensche Kermitze. Herbert, denk an die Karussells. Ja, sehr klar denke ich dort dran. Pass es auf, wir fangen beim Hilmiker Karussell an. Dann kommen wir runter am Ortfinger, dann am Ahlenhörer Karussell und dann macht man einen riesen Bogen bis zum VSV. Oh. Mein Gott, was habe ich getan? Karussells, Herbert, nicht die Rondells. Oh, ich werde noch bekloppt hier. Oh, fucking Jamie. Where is the wrong exit again? Oh, we have beer. Jetzt reicht es mir. Jetzt stecke ich die beiden hier ins Bett. Und dann gehe ich auf die Kirmes. So, Exit. Ab. Hier, Exit. Hallo.
war eigentlich auf Neujahrsempfang vom Bürgermeister. Hinter mit dem Rupert Wurmhausen gestanden und mit dem Bert Clemens. Und da kam das Thema drauf, Jubiläum der Gemeinde Wenden. Und ob der Theaterverein sich da nicht einbringen könnte. Gesagt, getan, genau, mit Mario gesprochen und er hatte dann natürlich sofort schon ziemlich gute Ideen. Wir waren vorher, hat uns die Gemeinde Wenden, hat uns mal nach Ungarn eingeladen. Da war da Uwe und ich, wir sind dann von der vom Theaterverein aus dahin gefahren. Und das war natürlich schön. Wir konnten unsere Partnerschaft in Lepschini konnten wir besuchen. Und die Gemeinde Wenden hatte das richtig super organisiert. Und das war also so ein Zurückgeben. Das war so, die laden uns ein und dann war für uns eigentlich überhaupt gar keine Frage, da irgendwas zurückzugeben. Und dafür haben wir auch dann den Sketch gemacht. Die Ungarn hatten für uns unten in Lepschini eine Theatergruppe und die hatten extra für uns einen Sketch aufgeführt. Der war leider komplett auf Ungarisch und mein Ungarisch hat ziemlich schlecht. Ich habe gar nichts verstanden. Und da hatten wir uns dann halt gedacht, was die Ungarn können, können wir auch. Und wir haben dann versucht, irgendwas, was gerade in der Welt passt, da reinzutun. So im Rückblick, ich sehe gerade einen Olli da. Ich glaube, so einen geilen Schwamm wie der Olli, den ich gespielt hatte, das hat auch keiner hingekriegt. Und auch alle anderen, die waren, also am Abend hat das richtig gut funktioniert. Alle, die ihre Rollen hatten, haben die sehr gut gespielt. Sogar die beiden Engländer, die kaum geprobt hatten und einfach nur besoffen sein mussten, die brauchten ja gar nicht. Also wir haben dort mal einen Chat stimmen lassen von der Agentur Klatschen. Der Manuel Pfahl, der auch von Helmicke ist. Und dann war schon wirklich profihaft, der den dann alles gefilmt hat mit mehreren Kameras und wie er dann das Leben auf der Bühne eingefangen hat und auch die Reaktion vom Publikum. Das war schon ganz stark gefilmt, muss man sagen, wie das. Und da hat der Manuel sehr gute Arbeit hinterher. Muss man nur sagen, wie das. Also ich finde es ganz, ganz, also ich finde es echt schwieriger, mit dem Publikum zu spielen, weil in den 10 Minuten, die man vor den Leuten steht, die da erstmal richtig heiß zu kriegen, das ist richtig schwierig. Im Stück, im normalen Theaterstück, hat man ja lange Zeit und dann irgendwann sind die Leute drin und dann geht's super. Okay. Klar, alleine das Publikum ist ja, dadurch, dass man nur eine kleine Masse hat, oft sehr schwierig, das in den Band zu kriegen. Ja. Ich erinnere an unsere Aufnahme beim Wacker, wo es ja eine mittelschwere Katastrophe war. Und da einfach weiterzumachen und zu tun, als nicht beim Wacker, Quatsch, beim auf der Gemeinde. Ja. Da einfach weiterzumachen und so tun, als würde alles laufen, das war schon ein bisschen schwierig. Ja, also ich bin da erstmal, ich bin auch immer ganz froh, wenn diese Flöße da ist. Und ich finde, man merkt halt, dass das einem Sicherheit gibt und das fehlt beim Sketch ja dann schon. Ne. Und ich finde es auch, also ich fand es zum Beispiel in der Halle auch besonders anstrengend, dass man das überhaupt hinkriegt, dass die Leute einen da überhaupt gehört haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es schwieriger ist, in 10 Minuten die Leute in den Band zu kriegen, als wenn du da 2 Stunden Zeit für hast. Ne? Und du bist ja auch viel näher am Publikum dran. Ja. Du sitzt ja im Prinzip fast mittendrin. Ja, man muss halt improvisieren und oftmals muss man auch mal spontan einspringen, sodass man den Text dann innerhalb von einer Woche lernen muss. Und da muss wirklich alles sitzen. Und die Räumlichkeiten sind halt eben immer anders und man ist, wie gesagt, dem Publikum sehr nah. Also ich finde das auch mit dem Räumlichen, das ist mir, ich weiß nicht wann, das war 2 Jahre, vorletztes Jahr oder letztes Jahr, als wir den diesen Vox-Sketch gespielt haben. Da waren wir einmal im Zeppenfeld und da hatten wir quasi gar keinen Platz. Und das war sehr, sehr schwer da zu spielen. Also wir brauchten ja so ein bisschen Platz, weil ich auch hinfallen musste in dem Stück am Ende. Und wir hatten einfach gar keinen Platz, weil der Laden so brechend voll. Die Lieblingssketche? Weihnachten bei Hoppenstedt. Ja, genau. Ein Herz und eine Seele ist ja auch seit Jahren so Klassiker. Aber das sind ja eher so die immer im Fernsehen laufen. Ansonsten fand den bei der Gemeinde, bei uns, den fand ich echt super. Ja, weil da war so ein bisschen Persönlichkeit geschrieben und da konnte sich irgendwie so jeder mit identifizieren. Auch, auf, dass er mal auf Platt war, das war, glaube ich, mal ganz was anderes. Da hat auch nicht, glaube ich, jeder mit gerechnet. Also das ist schon so einer meiner Favoriten dann auch.
Ja, mein Favorit ist die Geissens, also überschätzte Paare der Weltgeschichte. Da habe ich die Carmen Geissen gespielt, also in der Rolle mit Glitzer-Leggings und rosa High Heels und mit viel Klunker und aufgepimpten Nägeln. Da bin ich voll drin aufgegangen in dieser Rolle. Das war mein Favorit. Oder halt eben meine Oma, deine Oma, unsere Oma ist allerdings schon etwas länger her. Da hat man mich als 40-Jährige zu einer 90-Jährigen umgestylt. Aber man sagt ja immer, älter geht immer. Und da haben mich meine eigenen Kinder nicht erkannt. Die sind vor mir weggelaufen. Das alleine vom Flug hat mir den der Mario für die, wenn Matthias geschrieben hat, natürlich sehr gut gefallen. Und war eigentlich auch mein Favorit. Ich glaube, einen der besten, die konnten wir wegen Corona gar nicht aufführen. Dann hat er Peter und Claudia Strehling. Die haben, wir hatten also vor, dieses Jahr zu Weihnachten oder zum Jahresende wollten wir Dinner for One. Ja. Wollten wir noch. Der Sketch selber ist eine Granate. Und den haben wir drei auch so ein bisschen umgeschrieben. Und der Peter, der geht dann wirklich als Butler da rum und spricht Menschen platt. Obwohl er wirklich gar kein Menschenblatt kann. Der ist so schlecht im Menschenblatt, dass ich mich gar kein Mensch vorstellen. Und du da mit dem Sprachfehler zugange warst, das fand ich schon echt toll. Dann Wenden fand ich auch super, das, was da geschafft haben, dieses Zelt, wo es ja wirklich sehr laut und mit viel Stimmung zuging, dass wir das geschafft haben, das da so hinzukriegen und das Publikum da auf unsere Seite zu ziehen, dass sie wirklich auch zugehört haben. Das war schon ein ziemlich cooler Auftritt, den wir da erledigt haben. Da haben wir auf jeden Fall sehr gut Werbung für uns gemacht. Das haben wir ja auch, die Reaktion haben wir ja auch in dem Jahr auch in Wenden in der Aula ja für unser Stück hatten. Und da haben wir ja richtig nochmal mit Zuschauern zugelegt. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen an der Werbung nach durch unseren Auftritt an Wenden. Ja, was ich in Wenden gut fand, ist, dass wir auch Mikros hatten und dadurch, dass ja am Anfang schön die Vorgewesen auch eingestimmt wurde von der Malis, da hatte man ja auch die Leute auf seiner Seite. Dann waren die auch ruhig, haben ja zugehört und die fanden das Stück ja auch gut. Konnten sich ja auch mit ihnen analysieren. Ja, ja, die, genau. Die wollten endlich mal den Vogel. Und das große C und das kleine A und dann auch so viel gut gestreckt. Aber das fand ich dann eben im Gegenteil dann ein bisschen schade in der Halle, weil hier beim Sportlerball sind wir leider dann so ein bisschen untergegangen. Ne? Weil da war dann gerade Stimmung und dann kommen wir dazwischen und ja, da hat man uns ja dann leider auch nicht so gut gehört. Aber das fand ich an Wenden so ein bisschen ausgemacht, weil da hatte man wirklich 500 Leute, die einem wirklich zugehört haben zum großen Teil. Obwohl die Probentechniker bei der Probe, ja, haben die ja jedem eine Nummer gegeben von dem Teil. Wir wollen ja auch den Leuten auch in der Zukunft ermöglichen, uns zu buchen. Ja, genau. Wir werden dann auch für die nächsten Jahre immer einen Sketch parat haben. Und wer irgendwas hat oder so, der soll einfach mal bei uns auf der Homepage vorbeigehen, uns auf Facebook anschreiben oder irgendeinen persönlich ansprechen.